Trotz des wunderbaren Wetters bin ich hier jetzt im Haus, im Keller genauer gesagt, wo es ein bisschen kühler ist, um euch meine Kartoffelvoranzucht zu zeigen. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen, weil jetzt so langsam die Zeit beginnt, wo man optimal seine Kartoffeln vorkeimen kann. Und zusätzlich möchte ich auch noch meine Sorten vorstellen, die ich letztes Jahr angebaut habe. Und natürlich habe ich mir auch wieder ein paar neue Sorten angeschafft, um einfach ein bisschen auszuprobieren und die Farbenvielfalt etwas auszuweiten. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und hier im Keller am hellsten Ort könnt ihr jetzt so ein bisschen die Kartoffelvoranzucht von mir sehen. Also wie ihr ganz allgemein sehen könnt, nutze ich für die Voranzucht so kleine Eierhalter oder Eierverpackungen. Es gibt auch diese großen Verpackungen, wie man sie aus manchen Läden kennt. Die hatte ich letztes Jahr, habe aber dieses Jahr jetzt die nicht mehr gehabt. Sind wahrscheinlich in den Kompost gelandet. Und jetzt muss ich mich ja mit den kleineren Versionen zufrieden geben. Und ja, es ist Mitte März. Da eignet es sich wunderbar, die Kartoffel vorzuziehen, damit die halt einfach früher ausreifen können, dass die Ernte früher stattfindet, dass auch zum Beispiel die Braut- oder Braunfäule verhindert wird, bevor es dann zu kühl wird. Und wenn dann die Kartoffel abgeerntet ist, da hat man natürlich auch wieder ein bisschen mehr Platz im Beet zur Verfügung und kann dann schon mal mit seinem Wintergemüse anfangen, dieses hier reinzusetzen. Also grundsätzlich ist es halt auch so, dass die Kartoffeln nicht im Licht vorkeimen sollen, weil sonst bekommen sie halt zum Beispiel grüne Stellen. Das ist das Solanin. Und das kommt halt eigentlich auch vor. Das erkennt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr Kartoffeln im Beet habt und sie nicht anhäufelt oder die dann von der Anhäufelungen die Knollen Sonnenlicht bekommen, dann bekommen sie halt grüne Stellen und das möchte man halt auch verhindern. Deswegen an einem hellen Ort vorkeimen lassen, nicht direkt in der Sonne. Und je kühler es ist, desto besser. Also je wärmer es natürlich ist, weil die Kartoffel eine wärmeliebende Knolle ist, desto schneller kommen die Triebe raus. Und dann bildet sich natürlich auch dementsprechend ein Geilwuchs. Und wenn es die Wetterbedingungen nicht erwünschen, dann ist es halt ein bisschen schlecht, die nach draußen zu setzen. Und ja, das sind jetzt hier 7 verschiedene Sorten. Da habe ich noch welche. Und hier, also das ist zum Beispiel so ein Birnenkarton. Da hatte ich keine Eierverpackungen mehr. Da habe ich die einfach in diese Kiste reingesteckt, die Kartoffeln, weil die Folie da, die ihr sehen könnt, die hat solche Einbuchtungen, wo die Kartoffeln drin stehen bleiben. Deswegen dachte ich mir, dann nimmst du das einfach mal und schaust, einfach wenn du wieder Eierkartons hast, dann kannst du die ja da reinstellen. Und dann gehe ich ja auch ganz kurz auf meine Sorten ein. Also hier vorne die Kartoffel habe ich letztes Jahr angebaut. Das ist die Blue Congo oder auch der blaue Schwede genannt. Das ist eine blaue Kartoffel, so eine lilafarbene Kartoffel. Wie man sie auch hier sehen kann, ich habe jetzt einige Kartoffeln auch aufgeschnitten, weil sie ein bisschen zu groß gewesen sind für Pflanzkartoffeln oder Saatkartoffeln auch. Und deswegen habe ich sie halt auch einfach halbiert, habe sie mit einem schrägen Schnitt gemacht. Ich werde jetzt so 2 bis 3 Tage hier so trocknen lassen, dann umdrehen, damit diese einfach so eine kleine Verkrustung bilden und dass da hier auch kein Schimmel entsteht. Und grundsätzlich kann man sich halt so Kartoffeln sehr gut vermehren, weil diese Augen hier, die ihr sehen könnt, da kommen dann später die Triebe raus und aus jedem Trieb kann man sich theoretisch gesehen eine Pflanzkartoffel machen, die man in den Boden setzt, da wird eine eigenständige Kartoffel draus. Und
Ja, das haben meine Eltern zum Beispiel immer früher gemacht. Die haben aus mehreren Kartoffeln 3 oder 4 Stück gemacht. Könnte ich aus der auch machen, aber das ist mir dann auch der Aufwand ein bisschen zu groß. Zumal das Risiko auch erhöht ist, dass ja, sich ja, Schimmel oder ähnliches ansiedelt, weil das sind natürlich immer noch Schnittwunden und da kann auch einiges passieren. Deswegen mache ich es halt nur, ja, wenn die Kartoffeln zu groß geworden sind, dann schneide ich sie in der Hälfte durch. Mein Vater hat zum Beispiel auch mal aus Notlage auch von der Schale und ein bisschen Kartoffel, also die Frucht von der Kartoffel mit der Schale genommen und die haben die dann auch in die Erde gesteckt. Das ist auch ab und zu mal gekommen, aber wie gesagt, das Risiko ist halt auch einfach viel größer. Die Kartoffel habe ich letztes Jahr angebaut, ziemlich erfolgreich. Die habe ich in Dämmen, also in angehäufelten Beeten reingesetzt. Der Ertrag war ziemlich gut. Dann, das ist jetzt die rote Emali. Das ist jetzt eine rotfleischige Kartoffel, Sorte, die auch sehr beliebt ist. Die hatte ich auch in der Anhäufelungen drinnen. Hier bildet sich jetzt zum Beispiel ein Trieb. Und da ist der Ertrag bei den angehäufelten nicht so gut gewesen, wie ich festgestellt habe. Da waren die Knollen bei meinem Mulchbeet um einiges größer. Es war einfach nur ein ja, Beet, welches ich mit Karton aufbereitet habe und habe da sehr viel Mulch drüber gelegt und die Kartoffeln dort reingesetzt. Da sind sie sehr gut gekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr mit denen dann auch nochmal so mache. Mal schauen. Dann hier vorne, das ist jetzt eine neue Kartoffelsorte, die ich mir zugelegt habe. Das ist die Augsburger Gold. Das sind jetzt die beiden Reihen hier. Ist eine Speisekartoffel, also der Unterschied zwischen Pflanz- und Speisekartoffel ist, dass halt Pflanzkartoffeln für die ja, Sortenerhaltung herangezogen werden. Also das heißt, dass die halt geprüfte Sorten sind, die keine chemischen Behandlungen haben, damit sie halt nicht keimen oder ähnliches, sondern dass sie einfach wirklich für die Sortenhaltung so gehandhabt und kultiviert worden sind, dass es auch funktioniert. Bei Speisekartoffeln ist es in der Regel nicht der Fall. Die sind mit ja, mit chemischen Mitteln belastet. Also das kennt man zum Beispiel aus der Landwirtschaft, dass halt die Kartoffeln, bevor sie geerntet werden, noch mit bestimmten Mitteln besprüht werden. Aber das sind jetzt hier zum Beispiel biologische Kartoffeln, die ich mir bestellt habe. Und das sollte normalerweise in der Regel gehen. Da sollte es keine so großen Unterschiede geben. Dann, das ist auch eine neue Kartoffelsorte. Das ist so eine schwarze Kartoffelsorte. Das ist die schwarze Augsburger. Nein, nicht schwarze Augsburger, sondern schwarze Ungarn nennt sich die Kartoffel. Die möchte ich auch dieses Jahr ausprobieren. Und die letzte Kartoffel, die ich ausprobieren möchte, ist meine zweite doppelfarbige. Das ist die Mayan Twilight. Also die ist halt ein bisschen dunkelrot und mit gelben Punkten. Also so gelbe Pünktchen. Und hier an der Seite ist eine andere gemischte Form gewesen. Die Sorte kenne ich zwar nicht mehr, die hat aber weißes Fruchtfleisch, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Und die ist ein bisschen hellroter und hat auch solche roten Flecken. Genau, die tue ich auch ein bisschen so vermehren mit dem Schnitt. Und hier drüben ist dann nochmal die Box, wo alles ein bisschen kunterbunt gemischt ist. Auch wieder Kartoffeln in verschiedenen Größen. Also ich habe auch ein Video gesehen von einem, der gesagt hat, dass die kleinen Kartoffeln besser sind, um größere Knollen zu erhalten und die großen eher weniger. Die bilden dann mehr kleine Kartoffeln und das möchte ich jetzt einfach mal schauen, weil letztes Jahr ist es ganz anders bestätigt worden, weil zum Beispiel hier, das ist jetzt meine anderen Kartoffelsorten von letztes Jahr, das ist zum Beispiel die Goldmarie und die Kartoffel Annabelle. Das sind jetzt hier die zwei ganz normalen gelben und goldenen Kartoffeln und die sind riesengroß gewesen
bei meinem Anbau, die waren auch zum Teil in einem Mulchbeet. Also jetzt zum Beispiel so diese Kartoffeln der Größe, ja, da hatte ich wirklich Kartoffeln, da habe ich auch Bilder auf meiner Webseite zum Beispiel, kann ich auch vielleicht jetzt hier einblenden. Da hatte ich wirklich Kartoffeln, die waren so groß wie meine Hand. Und das waren schon Riesendinger. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Kartoffelsorten gewesen. Die waren sehr ertragreich und ja, da schaue ich einfach mal, wie es dieses Jahr so wird. Wie gesagt, die waren dann im Mulchbeet und dann ja, schaue ich mal, wie sie sich dieses Jahr entwickeln. So, in diesem Sinne war es jetzt ungefähr von meiner ja, Kartoffelvoranzucht bzw. meinem Kartoffelvorhaben. Ich habe jetzt schon meine Beete ein bisschen vorbereitet, wo ich die Kartoffeln reinsetzen möchte. Habe schon ein bisschen, also im Herbst habe ich natürlich schon umgegraben und Mulch draufgelegt und jetzt auch noch Pferdemist oben drauf geworfen, damit einfach die optimale Versorgung da sind, weil Kartoffeln lieben halt sowas. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und auch einen netten Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auf meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So verpasst ihr kein weiteres Video mehr, zum Beispiel, wie ich meine Kartoffeln dann hineinsetze und wie die dann Ernte dann letztendlich ausschauen wird. Solche Videos verpasst ihr dann auch nicht mehr. Und ja, sonst in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren und schönen Tag. Die Woche ist herrlich, schön wetterreich, schön warm, der Frühling kommt und Vorbereitung habe ich auch schon getroffen. Das sind effektive Mikroorganismen, die ich vermehrt habe. So, dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht. Ja, sonst wünsche ich euch einfach nochmal eine schöne und wunderbare Woche. Genießt die Zeit und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao. Sie als Konsumentin meiner Kartoffeln, was sagen Sie zu meinem Anbau? Gute Kartoffeln, ja. Vielfalt.